Ihre unentgeltliche Arbeit kommt von Herzen. Sie setzen sich ein für die Gemeinschaft, inspirieren und motivieren, Mecklenburg-Vorpommern mitzugestalten. Die Ehrenamtsstiftung hat am 5. Oktober auf dem Traditionsschiff in Rostock 4 Vereine mit dem Ehrenamtspreis geehrt. Für die Stiftungsratsvorsitzende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ein ganz besonderer Tag. Die Vergabe des heutigen Ehrenamtpreises ist wichtig für diejenigen, die den Preis bekommen und für das ganze Land. Denn das Ehrenamt macht eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Die ehrenamtliche Arbeit hält unser Land zusammen. Und wir haben 600.000 Menschen, die das machen. Und die geben ja das Wichtigste, was man eigentlich im Leben hat, die Zeit für andere in ganz verschiedenen Bereichen. Für Kinder und Jugendliche, für Ältere, für Sport, für Kultur. Und das wollen wir natürlich würdigen mit diesem Preis. Und ich denke, das ist doch schon für diejenigen, die den Preis bekommen, immer eine besondere Ehre. Und gleichzeitig hat das Strahlkraft an das ganze Land, dass uns das wichtig ist. Die Gewinner erhielten den Pokal, 3.000 Euro Preisgeld und ein Fotoshooting für ihren Verein. Außerdem wurden sie für den Deutschen Engagementpreis 2024 nominiert. 93 Vereine hatten sich beworben. Bei der Jury und dem Publikum konnten sich 4 von ihnen durchsetzen. In der Kategorie Chancen schaffen durfte der FC Mecklenburg-Schwerin den Preis entgegennehmen. Die Mitglieder arbeiten im Team schon mal 35 Stunden ehrenamtlich pro Woche. 160 Ehrenamtler gibt es in dem Verein. Wir haben hauptsächlich bekommen für unser soziales Engagement. Wir haben 18 AGs, da unterstützen wir Schulen und Kitas, übernehmen da den Sportunterricht. Das ist für uns auch eine Integrationsaufgabe. Wir haben in Schwerin ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die frühstücken wir gleich mit ab. Und vor dem Hintergrund ist es tatsächlich dieser Einsatz gerade für die Schwächeren, oder in Stadtteilen mit besonders hoher Kinderarmut, in Stadtteilen mit besonders hohen Transferleistungen, die gezahlt werden. Da gehen wir hin in diese Brennpunkte und bieten Sport an. In der Kategorie Leben bewahren konnte der Kulturverein für Reddelich und Brothagen den Ehrenamtspreis entgegennehmen. Etwa 20 Mitglieder helfen dabei, alte Obstsorten zu erhalten. Es ist ein sehr beglückendes Gefühl und wir sind stolz auf diese Ehrung und diesen Preis. Und wir haben diesen Preis bekommen für unser inzwischen 9-jähriges Engagement zum Aufbau der Obstarche in Reddelich. Wir sind ja vom Kulturverein Reddelich-Brothagen e.V. und wir haben auf 22 Streuobstwiesen, die wir neu geschaffen haben, und Streuobstbaumreihen, haben wir 830 Obstbäume gepflanzt mit uralten Sorten. Für die Vorstandsvorsitzende der Ehrenamtsstiftung MV, Hannelore Kohl, ist vor allem das Traditionsschiff als Ort für die diesjährige Vergabe des Ehrenamtspreises von herausragender Bedeutung. Es ist einmal schon das Gefühl, dass auch diese Location, wie man auf Norddeutsch sagt, ja besonders beeindruckend ist, ihren eigenen Charme hat, aber auch ihre eigene Geschichte, dass sie typisch ist für eine Stadt am Meer wie Rostock und für das Land, und dass wir gelernt haben, erfahren haben, dass auch gerade in diesem Museumsschiff ganz viel ehrenamtliche Arbeit steckt, die wir auch mit der Entscheidung für einen solchen Veranstaltungsort anerkennen wollen und würdigen wollen. Die ehrenamtlichen Unterstützer des Schifffahrtsmuseums und der historischen Bootswerft wurden mit der Ehrenamtskarte MV gewürdigt. Mit unermüdlichem Einsatz werden historische Schiffe, Boote und maritime Artefakte restauriert, gepflegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das ist zum einen, dass wir die Originalersatzteile und das Material bekommen. Das zweite ist, dass wir das Geld einsammeln können von vielen Förderern und Sponsoren, um Fremdleistungen zu bezahlen. Aber das Allerwichtigste ist, dass sie tolle Techniker haben. Das müssen nicht unbedingt Seefahrer sein, die mit viel Herzblut so lange so ein großartiges Projekt begleiten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zeigte sich tief beeindruckt vom Inneren des Traditionsschiffes. Sie verkündete die gute Nachricht, dass die Finanzierung der Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern fortgeführt wird.
Die Karte wurde auf Initiative des Landes 2020 eingeführt und ermöglicht ihren Besitzern Vergünstigungen in privaten oder öffentlichen Einrichtungen. Außerdem kann die Ehrenamtsstiftung MV in Zukunft dauerhaft 1 Million Euro an Fördergeldern vergeben. Bisher fand die Verleihung des Ehrenamtspreises alle 2 Jahre statt. In Zukunft wird er jedes Jahr vergeben.